Und dann eben euer 40-28 gegen Konstanz. Ja. Ich glaube 8-8 oder sowas, was noch vom Ergebnis her ausgeglichen. Tabellenschlusslicht aus Konstanz. Was hat den Anfang schwer gemacht und wie lief es dann weiter für euch? Es war ja dann umso besser, ne? Die weitere Entwicklung. Also wie gesagt, am Anfang hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten mit dem 7 gegen 6. Das haben wir auch, sagen wir mal, zu 90% auch immer gut ausgespielt gehabt mit David Soos auf halb links und Mitte. Wir haben dann aber einfach dieses Momentum, wo halt dann der Torhüter bei ihm fehlte, nicht ganz nutzen können und waren da einfach ein bisschen zu langsam und sind dann dem Ganzen ein bisschen hinterhergelaufen und haben dann praktisch dieses Tor, was wir durch 7 gegen 6 eben bekommen haben, nicht direkt ausgleichen können. Und ich glaube, hätten wir das halt noch ein bisschen schneller begriffen und da einfach noch ein bisschen mehr Druck einfach gemacht, wäre es zur Halbzeit auch noch doch wäre es noch deutlicher gestanden auf jeden Fall. Also wir hätten da, ich meine, es war auf plus 12 weggehen können und waren dann aber bloß 7. Ihr führt die Tabelle an, die Südgruppe in der Jugendbundesliga. Die Ziele sind natürlich immer hoch, wenn man der U19 der Löwen angehört. Deutscher Vizemeister, Saison vorher deutscher Meister. Wie nehmt ihr das dann wahr, wenn ihr gegen die Mannschaften jetzt hier in der Vorrunde spielt? Das, für die ist das alles ein Highlight-Spiel dann und die sind natürlich wahrscheinlich besonders motiviert, da auch besonders gut auszusehen, also oder? Im Prinzip ist es ganz egal, gegen wen man spielt. Wir müssen natürlich immer auf uns gucken und wir müssen schauen halt eben, dass wir weniger Fehler machen als die anderen und der Rest kommt dann auch von alleine. Und es zeigt sich aber immer wieder, dass das ziemlich schwer ist, dass man einen Gegner vielleicht nicht ganz für voll nimmt. Das müssen wir auch einfach jetzt gegen Mannschaften, die jetzt weiter unten in der Tabelle sind, zeigen. Und ich denke, das haben wir dann auch in der zweiten Halbzeit heute gegen Konstanz auf jeden Fall besser gemacht als in der ersten. Wunderbar. Und wenn Jan Naus da sitzt und wir jetzt noch Zeit haben, da sich die Pforzheimer momentan noch auf dem Feld warm machen, da können wir auch ein bisschen noch ins Quatschen kommen. Du kommst ja aus Gronau, Heimatverein, auch die TSG Gronau. Und wie ist das jetzt so, wenn man als Gronauer in so einer bedeutungsvollen Mannschaft bei den Junglöwen dann spielen darf? Ja, also vorhergesehen habe ich es natürlich nicht, dass ich mich so gut entwickle. Es war auf jeden Fall mein Ziel und ich bin jetzt auch richtig glücklich, dass ich A-Jugend Bundesliga spielen darf. Aber es war jetzt, also man darf jetzt nicht denken, hey, jetzt nur weil er jetzt im Verein spielt, hat er da jetzt, ja klar, da ist er halt so dabei, ne, weil er halt eben schon seit jeher hier spielt. Also da steckt auch viel Arbeit, viel Training dahinter, wie bei allen anderen auch. Wir haben es alle verdient, die in der Mannschaft spielen, Jugendbundesliga zu spielen. Wir trainieren alle genug und wir trainieren halt dann auch eben das Fitzelchen mehr wie die anderen. Und deshalb gehen dann halt auch Spiele wie heute zum Beispiel dann auch so deutlich aus für uns. Und ich habe noch ein Stichwort aufgeschrieben, was ich auf jeden Fall bei dir ansprechen will, weil ich das immer auf deinem Instagram-Account sehe. Oh, ja. Schlagzeug ist dein Hobby dann. Ja, oder eines von Hobbys. Zweites dann. Hobby, genau. Genau. Das mache ich ungefähr schon so lange wie es Handball. Also auch schon mindestens über 10 Jahre. Ich kam damals zum Schlagzeug eigentlich durch meine Eltern, weil sie haben halt gemerkt, hey, der schlägt uns daheim jeden Kochtopf, jede Schüssel kaputt. Ja, und dann, dann gab es ein Schlagzeug Weihnachten. Es klingt halt auch nicht mal so schlecht. Dann lasst es uns doch versuchen, ihn da vielleicht noch ein bisschen mehr dran zu bringen. Und dann habe ich halt eben auch Schlagzeugunterricht genommen. Das hat mir dann halt auch super Spaß gemacht. Und so hat sich das halt dann über Jahre entwickelt, wie Handball auch. Ja, Jetzt muss ich aber doch leider sagen, dass halt, oder was heißt leider, jetzt ist halt einfach so vom Trainingspensum her weniger Zeit dafür. Okay. Es ist dann manchmal so, dass ich nach dem Training dann noch, wenn wir um 8 oder so aus haben, dann noch vielleicht noch so eine halbe Stunde dafür Zeit habe. Aber generell ist der Fokus auf Handball,